Hup. Hallo, grüß euch Burschen und Mädels. Es ist ein wunderschöner Samstag im Herbst und ich habe heute ein Double Feature für euch. Und zwar geht es um die neue GoPro Hero 7 Plus, das neue Track Session 29 Zoll. Die GoPro Hero 7 steht jetzt eigentlich nur gerade auf meinem Lenkrad und wackelt munter vor sich hin. Also ihr seht dann wahrscheinlich schon den ersten Effekt von dieser Stabilisation. Mal gucken, ob es was bringt. Und ansonsten zeige ich euch, was bei dem Rad etwas neu ist. 2019er Modelljahr, diesmal als Komplettbike. Normalerweise gab es jetzt nur als Frameset. Ich hatte das 2018er Frameset in Größe Large und bin jetzt aber auf XL unterwegs, weil ja, das Large war doch etwas zu klein, ehrlich gesagt, für mich mit 1,85. Also bleibt dran, viel Spaß, bis gleich. Irgendwie ein Fliegen verschluckt in der Luft. Dann schauen wir uns das Gerät einfach mal kurz an diesem schönen Plätzchen von der Nähe aus an. Und zwar fangen wir mal einfach vorne an. Vorweg muss ich sagen, das Gerät ist sehr, sehr Serie. Normalerweise bastle ich immer hier und da ein bisschen rum. Aber bei dem Gerät, ja, was willst du denn da noch verbessern? Also, fangen wir an. Hier haben wir auf jeden Fall vorne die Bondreihe G5. Team Issue in 29x2,5. Das sind eigentlich meine Lieblingsreifen. Weil sie auch, wenn sie ein bisschen feucht ist, auch immer noch sehr, sehr gut halten. Also von dem her ist das Profil wirklich sehr zu empfehlen. Mit dabei sind die Line DH30 Laufräder. Ich habe eigentlich erst gedacht, so, okay, wer weiß, vielleicht sind die wieder sehr dellenanfällig. Aber im Grunde genommen ist es gar nicht schlecht. Ich habe nämlich schon ein paar Durchschläge auf die Felge bekommen und das war kein Problem und ich habe bisher auch keine Delle. Also die machen einen ziemlich robusten Eindruck, ehrlich gesagt. Natürlich vorne an die 49er. Ich habe dann noch einen Marschgard dran gebastelt. Dann gehen wir mal hier zum Cockpit. Bei dem Cockpit habe ich andere Griffe drauf gemacht. Die sind mir einfach lieber, ein bisschen ergonomischer. Die Saint-Gruppe ist komplett vorhanden. Ich habe vorher die Hauptbremsen gehabt. Mir gefallen die Saint ehrlich gesagt besser, weil sie einfach vom Hebel für mich ein bisschen ergonomischer sind. Mit drauf ist ein 35er Carbonlenker. Der kommt in 820 mm Breite und ich habe ihn jetzt auf 800 gekürzt. Das Cockpit hier ist schön aufgeräumt. Man hat hier die Möglichkeit, dass die Kabel rausgehen, wie man sieht. Es scheuert nichts am Rahmen. Das ist eigentlich echt eine schöne Sache. Dann hier ist die GoPro-Halterung, ganz wichtig. So, FSA-Steuersatz ist dabei. Man kann auch die Lagerschalen noch wechseln für plus minus 1 Grad. Hier sieht man schön auf dem Carbon die ganzen Fasern, wie sie hier verlegt sind. Also es sieht echt sehr schick aus. Das ist ein bisschen Sichtcarbon, ich hoffe man sieht es auf der Kamera. Das ist echt eine schöne Sache. Hier unten geht es so ins leichte Grau über. Das ist ein bisschen ein Akzent, hier zum Beispiel hinten auf der Kettenstrebe. Da sieht man eben dann den Übergang. Beim Dämpfer hat sich anscheinend ein bisschen was getan. Der hat ein bisschen mehr Progressivität bekommen. Ich habe ihn komplett gleich eingestellt wie der zuvor. So, Frosch im Hals. Weiter geht's, die MAP-Kettenführung inklusive der Saint-Kurbel. Also eine schöne Kombination, ehrlich gesagt. Es ist sehr, sehr leise und hält die Kette auch wirklich da, wo sie sein soll. Die Carbonplatte da hinten spart ein bisschen Gewicht. Weil, wenn es schon dabei ist, dann nimmt man es halt, gell? Hier der Sattel und Sattelstütze ist noch mal ein bisschen was Neueres dazu gekommen. Der Sattel ist sehr bequem, also relativ leicht. Ich habe
den jetzt auf jeden Fall diese SDG-Kombi, die ich davor hatte, ein bisschen vorgezogen. So, dann schauen wir mal zum hinteren Teil. Da gibt es ein bisschen mehr Besonderheiten, und zwar, wie man hier so schon sieht, diese Mini-Kassette. Die Mini-Kassette hat den Vorteil, es wird hier die Breite von dem Narbenflansch komplett ausgenutzt und man hat dann die Möglichkeit, dass man die Speichen hier ein bisschen weiter außen ansetzt, was der Steifigkeit vom Laufrad auf jeden Fall zugute kommt. Geschaltet wird auf jeden Fall mit der Sandgruppe, wie immer ziemlich verlässlich und hält ewig. Auf der anderen Seite hat man dann noch 203 mm, da sollen jetzt auch 223er noch kommen, da bin ich gespannt, ehrlich gesagt, ob die dann hier reinpasst. Da kommen auf jeden Fall noch die grünen Galfa-Beläge rein, weil die Sane-Teile da, die klappern immer ein bisschen, neigen zumindest zum Klappern. Die grünen Beläge vom Galfa haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Biss. So, da ist ein kleines Detail dahinter. Waterloo, Wisconsin. Ja, und ansonsten habe ich hier noch ein bisschen was verklebt. Ich bin da irgendwie recht anfällig gegen diese ganzen Steine. Die wirbel ich irgendwie gern auf und schlagen dann ins Unterrohr. Und von dem her bin ich ein bisschen sicherer unterwegs. Was auf jeden Fall noch auch ein Satz wert ist, das ist diese Grip 2 Kartusche vom Fox. Die macht wirklich Laune, weil sie einfach nochmal ein bisschen sensibler arbeitet. Wobei die Fox 40 eigentlich eh schon sehr, sehr sensibel ist. Bei Bremswellen zum Beispiel merkt man das wirklich sehr, sehr deutlich, dass das nochmal ein Stückchen besser ist. Ich bin sehr froh um das Update, kann es auf jeden Fall empfehlen. Die VWS-Komponenten ist alles so ein bisschen verfeinert. Es ist wirklich ein sehr, sehr stimmiges Gesamtpaket. Also macht riesen Bock. Dann, da würde ich sagen, probieren wir die Geschichte mal aus. So, dann fahren wir das Ding mal Probe. Also Hero 7 ist auf dem Chest Mount montiert. Dann wird das an der Strecke eingestiegen, dass wir da ein bisschen rumdrücken. Ja, das sieht man gar nicht, das sind die ganzen Blätter. Ui. Vielleicht noch kurz zum Fahrwerk. Echt ein bisschen blöder. Vorne 60 PSI. Oder 63, irgendwie so. Und 6 von 7 Volumenspacer. Ich fahre die Gabel recht schnell. Und zwar mit sehr wenig Highspeed, Druckstufe. Ich mache euch das Setup unten in die Beschreibung rein. Beim Dämpfer sind es 200 PSI. Und auch sehr schnell. Wenig Highspeed-Druckstufe. Danke! Ich mag das gern, wenn die Gabel gut anspricht, aber dann hinten sehr progressiv ist. Tada. Unterer Teil von der Downhill. Los geht's. Insgesamt ist mein Fahrwerk eher, ich würde mal sagen, weich. Ich nenne es immer Altherrenfahrwerk. Das ist schön bügelt, dass ich halt durch so einen Bikepark-Tag durchkomme. Weil Race-Abstimmung brauche ich das ja am Tag eigentlich nicht so. Man soll ja Spaß haben im Grunde beim Radfahren. Jo, und damit macht es ziemlich Bock, ehrlich gesagt. Hui! Zack! Da sind dann die Bremswellen auch nicht so schlimm. So, Zielsprung. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!